Das ist ein Subaru Forester 2021er Modelljahr mit einem E-Boxer eingebaut. Und wir wollen heute mal zusammen mit dem Michael Sauer, grüß dich Michael. Ja, hallo Sven, grüß dich. Ja, du bist Kfz-Meister? Jawohl, seit 1990 Kfz-Meister und seit 23 Jahren begeisterter Subaru-Partner. Wie viel Millimeter hat ein 10er Schlüssel? 10 Millimeter. Du hast ein bisschen was abgeschraubt hier? Nee. Oder ist das so? Ja, doch. Ich habe hier so auf dem Boden liegt. Da ist das Blech. Genau, das ist eine Plastikverkleidung. Die ist, schützt den Motor von unten. Ist aber mehr so für aerodynamische Zwecke als für einen Schutz, echter Schutz. Also jetzt kein Unterfahrschutz. Nee, den kann man zwar austauschen gegen Alu oder Stahl. Aber damit wir mal ein bisschen was sehen, haben wir den abgemacht. Um was sieht man denn hier? Wo soll man anfangen? Ja, mir geht es eigentlich darum, dieses symmetrische Prinzip von Subaru Allrad nochmal am Auto zu zeigen. Das sieht ja keiner sonst. Wir haben ja schon viele theoretische Modelle uns angeschaut. Auch hier hinten ist das Subaru Allrad-Prinzip nochmal auf dem Poster zu sehen. Und zeig's mal gerade. Das kann ich dann auch hier am Auto einfach mal nochmal genau erklären. Hier, das ist jetzt dieses symmetrische Aufteilung des Allradantriebs, Boxermotor, Getriebe. Ja, der auch sehr tief liegt. Genau, gerader Kraftverlauf und auch die Symmetrie hier hinten an der Hinterachse ist eindeutig zu erkennen durch diese rot eingezeichneten Achsen. Das ist jetzt das eine im Schaubild. Hier fehlt ja jetzt die Karosserie drumherum und hier sehen wir es mal im Auto jetzt eingebaut. Ja, das ist, der ist echt. Der ist echt. Nicht zu Showzwecken. Ja, sicher, der ist ganz neu. Und hier sehen wir jetzt das Hinterachsdifferenzial und diese Hinterachse. Warte, ich zeig's mal gerade. Da vorne, also da ist hinten. Das wirst du nochmal sehen. Also das ist das Heck vom Fahrzeug. Die gleiche Ansicht, wie wir es jetzt eben auf dem Bild gesehen haben, von hinten nach vorne. Und hier haben wir jetzt das Hinterachsdifferential mit den Antriebswellen, die dann seitlich zu den Rädern gehen. Okay, warte mal, ich zeig's mal. Da vorne sind die Manschetten. Genau, das sind die Antriebswellen. Die gehen hier außen dann in die Radaufhängung. Dann sieht man hier auch den Bremssattel mit der elektrischen Handbremse. Hier kann man das mal sehen. Also hier wird elektrisch diese Handbremse angesteuert und das ist nicht mehr so wie früher mit dem Seilzug mechanisch, sondern geht halt elektrisch. Cool. Das ist das, was man hört, so. Genau, das okay. Ist das, ja. Da, und wenn wir jetzt nach vorne hier weitergehen, sehen wir jetzt hier die Kardanwelle. Also hier habe ich nichts abgeschraubt. Das ist so. Und hier kommen wir jetzt langsam zum Getriebe. Warte, ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Da vorne ist ein Gelenk drin in der Kardanwelle. Ja. Warte mal. Jetzt muss man gerade ein bisschen zurückgehen, wie in einem Licht. Das wird das mal zeigen, ja. Das ist das Mittellager von der Kardanwelle. Okay. Da ist die halt gelagert. Man kann das auch so ein bisschen bewegen. Da sieht man auch, dass das ein bisschen flexibel ist. Genau. Und wie gesagt, die Kardanwelle endet dann hier hinten am Getriebeausgang. Hier sieht man jetzt auch mal die orangenen Kabel von unserem Elektromotor, der hier im Getriebe mit, im Gehäuse mit integriert ist. Und hier habe ich das jetzt mal ein bisschen losgeschraubt. Die elektrische Unterstützung, die Kabel, die müssen ja nach innen zur Batterie. Die werden also hier in den Innenraum eingeführt und die Lithium-Ionen-Batterie sitzt dann wieder aus Gewichtsgründen hier hinten über der Hinterachse. Schön finde ich auch so schöne Details. Das hier vorne ist Wachs? Das ist Wachs, ja. Ja, genau. Sieht man ja da. Das heißt, ja. ordentlich eingewachst. Ja. Was auch toll ist, hier vorne sieht man nochmal Kunststoff über die Schweißnähte. Oder ja, was ist das? Das ist Abdichtmasse, ja. Abdichtmasse, dass ja nichts drankommt. Genau. Und die Fahrzeuge, die du so unten siehst, die so 2-3 Jahre alt sind, ist da schon Rost? Nee, also früher hatte man diese Querlenker hier zum Beispiel sicher, die sind auch aus Metall. Die sind aber auch dick eingewachsen und lackiert bei uns. Es gibt natürlich auch Hersteller, die machen das aus Guss. Und das sind halt die Teile, die dann auch gerne mal rosten. Ne? Mhm. Aber hier, das ist ein Gussteil jetzt, auch das ist behandelt, damit es halt von außen nicht durch Fluggust oder Ähnliches gleich in Mitleidenschaft gezogen wird. Ne? Stahlguss ist das. Stahlguss, genau. Mhm. Und hier haben wir jetzt das Getriebe und hier vorne siehst du die Antriebswelle, die jetzt rechts aus dem Getriebe rauskommt. Und warte, ich gehe mal gerade ein Stück zurück, dann sieht man es ein bisschen. Unser schöner Boxermotor hier. Ne? Da ist der Motor, da wo die Auspuffanlage dran ist. Die Auspuffanlage, hier haben wir jetzt den Unterschallschutz, den wir eben gesehen haben, weggebaut. Und da kann man dann halt schön den Boxermotor sehen, hier unten. Warte, ich gehe mal ein Stück zurück. So schön breit, hier sitzt er. Hier ist die Ölwanne. Dann haben wir natürlich zwei Auspuffstränge, die hier zusammengeführt werden und dann nach hinten zum Heck gehen. Also, Motor ist vorne. Ich habe nämlich gerade bei Smart heute gefilmt, da ist der Motor hinten. Das ist richtig. So, der Motor ist vorne. Die Gewichtsverteilung ist nahezu
gleichmäßig auf dem ganzen Fahrzeug verteilt. Genau, also das ist ja die Philosophie von Subaru, diesen symmetrischen Allradantrieb so zu bauen, dass die Gewichtsverteilung halt ideal ist. Tiefer Schwerpunkt und Symmetrie in der Gewichtsverteilung nach vorne, hinten, rechts und links. So, wo ich dich jetzt gerade mal hier habe, die Stange da, was kann die? Das ist die Spurstange vom Lenkgetriebe. Okay, damit wird gelenkt? Damit wird die Kraft quasi vom Lenkrad hier aufs Rad übertragen und dann ich mache es jetzt mal umgekehrt von Hand, aber wenn man ein Lenkrad dreht, bewegt sich diese Zahnstange und bewegt das. Genau, wenn du es nochmal machst, man hört sogar. Das ist jetzt okay. Das mechanische Geräusch. Das mechanische Geräusch vom Lenkgetriebe. Wenn ich die Spur zum Beispiel jetzt, ich bin über Bordschein gefahren, heftig, was hier gar nicht so einfach ist mit dem Auto. Was wird da meistens verbogen oder was passiert dann in dem Moment? Gut, es wird also in der ganzen Achsaufhängung, geht so Millimeter, die sich dann letzten Endes verbiegt sich was. Ja. Und das kann man aber hier an so Einstellschrauben, kann man das dann justieren und die Spurstange halt länger oder kürzer machen. Und damit verändert sich halt auch wieder die Spur und mit dem entsprechenden Messgerät kann man das halt genau auf einen Millimeter einstellen. Das war eine Frage, da vorne an dem Stoßdämpfer ist so eine Druckleitung dran, was kann die? Die da? Moment, ich muss jetzt gerade mal. Oder ist das die Bremse? Blöd gefragt. Moment, ich gucke jetzt gerade mal, was du meinst. Da ist so ein Leitung. Da oben drauf. Die da? Ist das die Bremse? Nee, da unten drunter. Das ist der ABS-Fühler. Nee, da. Da. Die Leitung da. Diese. Das ist die Bremsleitung. Das ist die Bremsschlauch, ja. Okay, das heißt, die Bremse selber, die sitzt ja hier drin. So, und jetzt habe ich mich ja immer mal gefragt, da vorne ist die Bremse. Das ist der Bremssattel mit zwei Kolben. Da sitzt der Bremsbelag und die Bremsscheibe, die sitzt halt hinter diesem schwarzen Blech. Wenn du jetzt prüfen willst, was noch drauf ist auf der Bremsscheibe, das ist nicht elektronisch bei Subaru? Vorne gibt es nur eine akustische Verschleißanzeige. Da siehst du hier so ein Draht. Okay. Das hört man so. Ja. Warte nochmal. Und wenn der ach so, da berührt. Wenn der Belag verschleißt und dann so 2 Millimeter vor Ende kratzt dann dieses Blech an der Bremsscheibe und das macht so ein fürchterliches Geräusch, dann kommt jeder. Ja. Also nochmal zum Mitschreiben. Ich habe also hier einen symmetrischen Antrieb. Der Elektroantrieb, der fährt auch wirklich also rein elektrisch, wenn man das will, aber ganz kurze Strecken nur. Genau, der kann, das ist ein sogenannter Mild-Hybrid, hat 12,5 kW Systemleistung, die dazukommt. Und der kann halt so in 30er-Zonen, kann er wirklich, wenn man so das Auto so rollen lässt und segeln lässt, dann kann man so 1-2 Kilometer rein elektrisch fahren. Aber auch beim Parken zum Beispiel rangieren und so, das funktioniert auch ganz gut elektrisch. So, hier vorne sieht man schön, da ist auch Metall verbaut. Das heißt, das Thema, wenn mal irgendwas passiert, ist wahrscheinlich dieser Holm ganz wichtig, oder? Ja, also hier, das ist der sogenannte Längsholm. Und das sind auch die Teile, die Relevanz haben, wenn es um Crashtests geht und um entsprechende Verformung, die ja gewollt ist. Die nehmen die Energie dann auf? Genau, die nehmen die Energie auf und schützen halt die Insassen. So, jetzt ist ja viel Elektronik mit drin. ABS-Sensor ist wo? ABS-Sensoren haben wir auch verbaut. Die sitzen hier vorne. Guck mal hier. Mal. Da sitzt, da geht das Kabel hin. Ne? Das ist hier so eingebaut. Und hier an der Antriebswelle ist dann so ein Zahnkranz. Wenn ich schon hier so drehe. Mhm. Warte mal, wo? Also den Zahnkranz sieht man jetzt nicht. Der sitzt innen der ist da drin. Im Radlager. Und der kann jetzt genau messen, ob das Rad, oder wie schnell das Rad sich dreht. Genau. Okay, das ist auch der Grund, warum ich dann im CAN-Bus dann sehen kann, wie zum Beispiel der Winkel ist von der Lenkung. Der ist auch sichtbar, oder? Ja, das ist, also mit dem Tester können wir eigentlich alle Werte auslesen. Ne? Alles? Was? Also jetzt, das war ja einmal bremstechnische Werte, also Drehzahl, Raddrehzahlen zum Lenkwinkel Beispiel. Lenkwinkel auch? Lenkwinkel, genau. Krass. Ja, ich habe das nur gesehen, da gibt es ja so entsprechende Lampen, die beim Abbiegen dann leuchten rechts. Genau, das Kurvenlicht. Das Kurvenlicht, das liest wahrscheinlich in den Winkel aus und rechnet das dann. Genau, wann er das einschaltet und ausschaltet, genau. Aber diese Sensoren, die sitzen eigentlich alle im Lenkgetriebe drin, die sieht man von hier aus gar nicht, sind dann halt verkabelt mit dem Steuergerät. So, der wird nicht in Wolfsburg, in Polen oder jetzt irgendwo anders gebaut, der kommt wirklich aus Japan? Der kommt aus Japan, direkt in der Nähe von Tokio ist das Stammwerk von Subaru. Und dort wird dieses Auto gebaut.
So, die Japaner sind ziemlich beeindruckend pedantisch in vielen Dingen. Man muss es sagen, also da ist, ich meine, du arbeitest sehr, sehr lange mit denen zusammen. Da ist die Qualität absolute Prämisse. Ja, ja. Also die Qualität, die ist oberstes Gebot. Ich meine, die Garantieleistungen, die man ja, die das Werk ja gibt, da sind ja 5 Jahre bis 160.000, verlängerbar bis 200.000 Kilometer oder 8 Jahre. Das sagt ja schon was aus über die Grundqualität des Autos. Und dass auch die Japaner hinter ihrem Produkt stehen. Stark. Dass man da mal so drunter gucken kann. Das Coole ist, ich kann dich jetzt egal was fragen. Da vorne, da ist ein Sensor. Was kann der? Das ist wahrscheinlich der. Das ist Hinterachs-Differential-Temperatursensor fürs Öl. Aha. So, nochmal irgendwas, was du wissen musst. Federbeine, ne? Stoßdämpfer mit einem McPherson-Federbein. Mhm. Kann man schön erkennen hier. Ja gut, das hast du jetzt alles gelernt fürs Video, aber ich frage dich mal irgendwas, was du nicht wissen kannst. Das ist ja blöd, du weißt ja alles. Warte mal. Was ist, eigentlich hast du schon alles erklärt. Ja, Kühlerlüfter, ne? Hier der Kühlerlüfter, vorne, ne? Das kann man auch mal sehen. Hier ist elektrisch, hydraulisch? Ja, elektrisch. Hier vorne sitzt der Wasserkühler, noch eins davor sitzt der Klimakondensator und hier, das ist jetzt der Lüfter für die, sind sogar zwei drin, ne? Wenn man genau guckt. Okay. Je nach falls meine ausfällt. Temperatur, nee, das hängt damit zusammen, ob Klimaanlage an ist oder nicht, oder ob man Hängerbetrieb fährt oder nicht, dann muss man auch schon mal ein bisschen mehr kühlen, weil der Fahrtwind allein das nicht ausreicht. So, wenn man das Ganze hier so sieht, so eine Fahrzeugentwicklung über so lange Zeit, das ist ja wie beim Handy, wenn die ausgeliefert sind, dann ist es zu spät, oder? Ja gut, wenn sie ausgeliefert sind, dann haben wir alles richtig gemacht. Dann hat sich und dann ein Fehler kommt. Ach, ein Fehler? Ja, Fehler gibt es wenige. Also wirklich, wir haben ganz, ganz wenig Probleme mit den Autos und die kommen eigentlich nur zum Service. Natürlich Verschleißsachen, Reifen, Bremsen, das muss man halt irgendwann mal machen. Aber ansonsten, dass da irgendwas richtig mechanisch kaputt geht, ist äußerst selten. Sogar Auspuffanlage, die halten 10 Jahre. Okay, was ist da für ein Deckel? Also hier das? Ja. Das ist die Getriebeölwanne. Okay, ist das zu wechseln ab und zu? Das muss man wechseln alle 105.000. Aber nur wenn man mit dem Hängerbetrieb alle 60. Cool. Abgasreinigungssensoren, ja. Wo sind die? Also wir können jetzt hier mal mit meinem Abgas anfangen. Hier vorne, wie gesagt, ist ja dieser Sammler. Ja. Dann werden die Abgase also von der rechten und linken Zylinderbank hier gesammelt. Hier ist schon ein Vorkart drin. Ja. Hier sitzt auch schon der erste Sonde. Drin. Der ist ja. Der warte, erste Sonde? Grüne Kabel. Oh, du weißt ja alles. Herrlich. Das ja. Ist die Lambda-Sonde, Bank 1, Sonde 1. Warte, ich zeige es mal gerade. Da vorne ist sie drin. Ja, jetzt sehe ich sie. Hier vorne, ne? Dann gehen die Abgase hier weiter und hier ist eine zweite Sonde montiert. Ja genau, wenn du die mal zeigst mit dem Finger. Hier, das ist die Monitorsonde, die überprüft quasi die Katalysatorfunktion. Und da hinten geht es dann halt nur noch Schalldämpfer. Aber was ist da drin, X4? Schalldämpfer? Schalldämpfer und hier geht es dann halt zum Endschalldämpfer, der dann halt die Schalte so dämpft, dass es halt von den Dezibelzahlen angenehm bleibt. Sag mal, ihr wart ja bis vor kurzem noch schwer auf dem Trend mit Diesel, muss man sagen. Das heißt, Subaru hat ja extra für Europa einen Diesel entwickelt. Genau. Und jetzt, ihr verkauft unglaublich viele Benziner jetzt. Gibt es überhaupt noch Diesel? Nee, Diesel ist aus dem Programm raus, leider, muss ich sagen, weil das war ein Boxer-Diesel, das war was Besonderes. Der hatte die Euro 6-Namen. Ja, aber nachdem der VW-Abgasskandal kam, dann hat Subaru halt noch weniger Diesel verkauft, weil jeder ja so ein bisschen vorsichtig wurde. Und dann haben sie gesagt, komm, nur für Europa, Boxer Diesel, macht keinen Sinn. Lohnt sich nicht. Genau, und dann haben sie das eingestellt. Die Autos fahren ja weltweit, muss man sagen. Deutschland ist ja der geringste Absatzmarkt. Du leidest da sehr drunter, weil ich sag mal, du kriegst, glaube ich, die Sachen zum Schluss. In Amerika ist Subaru ein Hammer, oder? Absolut. In Amerika verkaufen die 800.000, 900.000 Autos im Jahr. Und wir verkaufen 8.000 bis 9.000 in Deutschland. Und das ist natürlich für so ein Autoland wie Deutschland für diese Marke eigentlich viel zu wenig. Aber Abgasemissionen ist halt ein großes Thema und wenn man einen SUV fährt, der 1,6 Tonnen Leergewicht hat, der hat halt mal ein paar Abgase. Obwohl wir hier mit Effizienzklasse B unterwegs sind, ist das ja eigentlich in dem Segment noch recht gut. Und wir haben halt auch immer noch Anhängelasten von über 2 Tonnen und das ist halt unsere Nische in der Nische. So, wir gehen mal kurz rüber, dann zeigen wir noch die CO2-Werte. Jetzt, wo wir so viel erklärt haben, können wir nämlich auch mal
Die Katze aus dem Sack lassen, das ist der neue Forester? Das ist der Forester, 2 Liter E-Boxer, genau. Und Energieeffizienz hängt oben im Auto im Schild. Nee, wir gehen aber mal nach drüben. Genau, da haben wir nämlich einen aufgestellt, da machen wir gleich einen extra Film. Denn wir haben ein Sondermodell, was den gleichen Motor hat, gleiches Auto, ein bisschen anders ausgestattet. Und den werden wir gleich mal zeigen. Der hat auch diesen Multi-Brit. Der Spritverbrauch sinkt dadurch signifikant? Ja, so 0,7 Liter auf 100 Kilometer kann man damit einsparen. Das ist schon einiges. Ja, also wenn man es kommt halt ein bisschen auf die Fahrweise an, ob man jetzt viel Stadt fährt oder ob man mehr Autobahn fährt. So, ich zeig's mal gerade. Ganz kurz die Brennweite ein bisschen verändern, dass wir das mal ordentlich haben. Wir haben also 6,7 Liter auf 100 Kilometer. Das sind die Daten. Und wir sprechen über den Subaru Forester mit 150 PS und der hat CO2-Effizienzklasse B und braucht 154 Gramm oder erzeugt 154 Gramm pro Kilometer CO2. Ja, da steht er, machen wir gleich ein Video zu. Wir sind tatsächlich in Saarbrücken. Du bist ein Subaru-Händler seit wie vielen Jahren nochmal? Seit 1993, also 27 Jahre. 27 Jahre. Ja. Wie geht denn das? Hast du mit 5 angefangen? Nee. Du doch so jung bist. Nee, ich war, wie alt war ich denn da? 27, 26, ja. Du bist jetzt wie alt? 58. Echt? Ja. Gut, siehst jung aus. Du willst es noch wie lange machen? Ja, 5, 6, 7 Jahre mache ich schon noch, ja. Okay, super. Also wenn Leute fragen, also hier steht er, Sie können also zumindest mal die nächsten paar Jahre noch bei Michael Sauer was kaufen. Ist schon die Übernahme schon geklärt? Ja, wir sind in der Vorbereitungsphase dafür, ja. Also sind schon Leute da, die daran Interesse haben und das ist auch ein Prozess, der dauert ja mehrere Jahre und jetzt durch Corona haben wir natürlich so einen kleinen Dämpfer drin, aber wir bleiben an dem Thema auf jeden Fall dran. So ist es ja. Vorne sieht man auch nochmal die Unterschiede. Das ist das symmetrische Prinzip. Die Autos kennen meine Zuschauer ja schon und das ist das normale Prinzip beim Boxer, mit dem Auto. Reihenmotor, mit dem reinen Vierzylinder quer eingebaut und dann ist die Kraft, der Kraftfluss halt aus dem Motor halt hier raus, hier rüber, hier rum und dann erst zu den Achsen. Und bei uns ist es halt einfach Kerzen gerade raus. Und das ist halt der Unterschied, den man von außen nie erkennt. Und deshalb habe ich das auch gerne mal von unten jetzt gezeigt, dass man das mal auch in live sieht. Es sind beides Ottomotoren. So ist es doch, oder? Ja, der Boxer ist auch ein Ottomotor. Natürlich. Klar. Otto. Weil ich eben gesagt habe, Ottomotor. Hier ist nochmal dieses Multi-Brit-System allein rausgezogen aus dem Antriebsstrang. Hier sieht man mal, was jetzt eigentlich Multi-Brit ausmacht. Das ist halt hier vorne der Elektromotor, der im Getriebe sitzt. Das sind die orangen Kabel, die wir eben gesehen haben. Mhm. Und das ist dieser Block auf der Hinterachse mit der Lithium-Ionen-Batterie. So, 5 Jahre Garantie bis 160.000 Kilometer. Ich glaube, das ist ja auch ein Statement, oder? Was die Leute mitkriegen, das heißt, Subaru glaubt an die eigenen Produkte. So ist es. Und das ist halt das A und O, dass die Marke oder der Hersteller hinter der Marke steht. Und das sieht man halt in diesen Garantieversprechen. So, jetzt zeigen wir gleich mal ein extra Video, dass wir das nochmal sehen. Dann mache ich nochmal gerade die Brennweite ein bisschen raus, dass wir mal das Auto sehen. Subaru war ja immer so ein bisschen verschrien, so Autos zu machen für Jäger und Leute, die eher jetzt irgendwie auf Langeweile stehen. Das hat man lang überwunden. Ihr habt Sportwagen gemacht, die sensationell sind. Aber jetzt auch im SUV-Bereich gibt es jetzt richtig tolles Design. Und da gibt es ein eigenes Video zu in Orange mit allen drum und dran. Der E-Boxer und das Sondermodell gucken wir uns gleich mal an. Bis gleich. Tschüss. Tschüss, bis gleich.